gerne. Und zwar, ihr seht jetzt hier Max Schwenger, Gott hat ihn selig. Damals war er noch hier im Stützpunkt. Das war eine sehr schöne Zeit. Es ging um Annahme. Und das ist immer noch ein Schuh. Also ist jetzt, glaube ich, schon. Auf jeden Fall ein Video, was immer noch eingesetzt wird zu Schulungszwecken, vor allen Dingen in den unteren Altersklassen. Ich möchte damit einfach zeigen, dass wir versuchen müssen, also unser Ziel ist, den Treffpunkt so früh wie möglich an der Netzkante zu kriegen. Und wir hatten in Deutschland ja mal öfter die Diskussion, ob jetzt linkes Bein vor oder rechtes Bein vor. Es geht einfach darum, seinen Körperschwerpunkt so weit wie möglich nach vorne zu verlagern. Guckt euch einfach mal an, was der Max hier kompliziert. Ja, ein bisschen der Aufleger ist hier. Das ist ja so, weil sie kurz nach dem Treffpunkt eigentlich immer noch beide Beine hinter der Aufschlaglinie hat. Wenn man jetzt wie in so einem Fernsehfilm jetzt auf Play richtige Geschwindigkeit machen würde, würde er wahrscheinlich platt auf den Boden fallen, weil sein Körperschwerpunkt ziemlich weit nach vorne fällt. Und er probiert halt so früh wie möglich an den Ball zu kommen. Und wie er das jetzt am Ende aufhängt, ob mit dem rechten oder mit dem linken Bein, ist jetzt in dem Fall mit dem rechten, das könnte aber genauso gut mit dem anderen sein. Es geht halt darum, den Treffpunkt so früh wie möglich zu holen, vorne. Also was man ganz gut sieht, finde ich, er steht tief, ist hier oben locker, hat einen lockeren Arm, hat hier aber ein bisschen Spannung auf den Beinen und hat hier einen leichten Abdruck im hinteren Bein, aber das Hauptding ist, dass, wenn man jetzt so hätte, so sagen würde, wenn man es Kindern erklärt würde, es zieht, es reißt einen an deinen Schläger, der reißt sich quasi nach vorne. Das macht Max hier echt ganz gut. So, jetzt sieht man, glaube ich, einen leichten Aufdruck hinten. Ja, jetzt geht er nach vorne und hat halt hier wirklich gut getroffen. Das ist eigentlich auch das Bild, was ich gerne hätte, wenn wir auch Annahmen doppelt funktionieren. Wir versuchen auch hier wieder, wenn wir die Pyramide sehen, Qualität zeigt sich bei mir durch den Treffpunkt und durch einen fallenden Ball aus. Der muss jetzt gar nicht besonders hart sein. Der kann in die Mitte sein, der kann nach außen sein, aber ich möchte halt, dass wir so nah wie möglich an die Netzkante kommen mit unserem Treffen. Und dafür müssen wir halt versuchen, unseren Körperschwerpunkt nach vorne zu verlagern. Rotation in der Schulter, im Schulterbereich, Arm vor. Wir müssen halt hier unseren Körperschwerpunkt so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Das zweite, was ich ausbilden würde, also wenn das wirklich so richtig gut gekonnt wird, auch mit Aufschlägen, die mal in den Handwechsel gespielt werden, die mal nach außen gespielt werden, also wenn ich darauf reagieren kann, dann würde ich sowas wie Variabilität versuchen anzubringen. Also Annahmen mit der Hand, aber auch Annahmen gegen die Hand. Weil, also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie kann ich probieren, ich weiß ja, ob irgendein Spieler von uns bewusst eine Annahme von da gegen die Hand spielen kann. Ich glaube nicht, sondern es ist halt immer der Hand folgt. Da werden wir natürlich ziemlich schnell gelesen von den fiesen dänischen Trainern. Dann gibt es die Aufschläge in den Handwechsel und dann haben wir eigentlich gar keine Chance mehr, überhaupt die Aufschlagssituation zu gewinnen. Das heißt, da müssen wir auch probieren, Variabilität reinzubekommen. Als dritter Punkt würde ich dann sagen, wenn das gut funktioniert, dann geht es um eine Anlasslosigkeit. Das heißt, von da auch nochmal wirklich einen richtig coolen Push spielen können. Von da auch gerne nochmal fallend irgendwas, getäuschtes vielleicht. Das wäre die dritte Priorität. Ich wäre halt froh, wenn erstmal alle so eine Annahme hätten wie Max jetzt in dem Falle. Dann wäre uns schon in der Doppeldisziplin auf jeden Fall richtig.